Management studieren. An der Hochschule Makromedia heißt das Praxis pur. Bei den Sport- und Eventmanagern am Campus München beginnt das zweite Semester mit einer Outdoor-Exkursion. Das eigene Erleben ermöglicht ein tiefes Verständnis, wie Managementprozesse funktionieren. Ein Best-of der Learnings, hier für euch als Reihe. Wir fahren auf die Hütte, damit wir uns fokussieren können auf ein Thema ohne den ständigen Ablenkungen in der gewohnten Umgebung. Wir einfach diese Struktur aufbrechen wollen, damit dem besonderen Lehrinhalt, den wir vermitteln, auch eine besondere Umgebung zukommt. Hier kommt es vor allem darauf an, dass Wissen vergänglich ist. Wissen verändert sich permanent. Wir arbeiten hier mit den Studierenden eine Denkweise, arbeiten eine Haltung, die sie mindestens durch das Berufsleben trägt. Denen zu helfen, zu unterstützen, das ist erstmal ein großer Schritt. Das ist echt mega anstrengend, aber ich glaube, das tut uns ganz gut. Also jeder Unterricht hat grundsätzlich kognitive Ziele, das heißt, was sollen die danach wissen können. Aber deswegen verlassen wir auch die Hochschule. Wir haben auch affektive, also emotionale Ziele. Das bedeutet, wir haben ständige emotionale Auf- und Abs. Das braucht man, um es reflektieren zu können in Teams. Und gleichzeitig versuchen wir, Motivstrukturen aufzulösen. Motivstrukturen, die normalerweise im Unterricht vorhanden sind, die wir hier ausschalten können und ein ganz neues Verständnis über die Lehrinhalte zu managen.